In diesem Video erfährst du, warum Diäten und vor allem strikte Diäten eher dick als schlank machen. Mein Name ist Stan Schulze von Stan Schulze Personal Training. Hallo! Was du dir unbedingt merken musst, es ist nicht natürlich, dick zu sein. Übergewicht ist das Symptom der heutigen Zeit durch viele Mismatches. Was Mismatches sind, haben wir im Video von vor 2 Wochen ausführlicher besprochen. Ich verlinke es hier nochmal. Bei keinem heute noch lebenden, sehr ursprünglich lebenden Naturvolk auf der Erde gibt es Übergewicht. Man kann davon ausgehen und man geht auch davon aus, dass es auch bei unseren früheren Vorfahren kein Übergewicht gab. Der Körperfettanteil ursprünglich lebender Menschen ist immer tief, egal ob sie in Afrika leben und vorwiegend Pflanzen essen oder am Nordpol leben und fast ausschließlich Fisch und Robben essen. Diese Menschen essen alle völlig unterschiedlich. Früchte, Gemüse, Wurzeln im Gegensatz zu Fleisch, Fisch und Fett. Und trotzdem ist die Körperzusammensetzung recht gleich. Viel Muskelmasse und wenig Fett. Schau dir doch mal diese kernigen Typen hier an. Der in der Mitte ist fast 70 und keiner von denen denkt über Diät oder Training nach. Und die Menschen, die ständig Diäten machen in der sogenannten westlichen Welt, werden immer dicker. Ich finde es eh sehr eigenartig, in jeder Zeitung und 1000 Millionen anderen Kanälen wird erzählt, wie man abnehmen muss. Das ist ein Milliardengeschäft geworden. Aber der Knaller ist, dass die Menschen immer dicker werden. Was stimmt da nicht? Lesen die Menschen nur und machen nichts? Oder ist das meiste von dem, was da steht, Blödsinn? Oder fangen viele an und brechen dann ab? Wenn du eine Antwort darauf hast, dann schreib mir die doch mal in die Kommentare, wie du das siehst. Ich bin immer dafür, von den Dingen eine Draufsicht zu bekommen, sich etwas von weiter weg anzuschauen. Das hilft oft. Es scheint so zu sein, dass es an der allgemeinen Lebensweise liegt, dass die Menschen immer fetter werden. Viele Faktoren, das heißt unsere gesamte Umwelt, lässt uns dicker werden. Und wenn du da jetzt noch mit einer Diät ankommst, dann verstärkst du das Problem, denn du erzeugst neuen Stress für den Körper. Dabei ist unser Körper schon permanent gestresst. Unsere Zellen sind unter Dauerstress. Eine Diät ist immer Stress, vor allem wenn sie kalorienreduziert ist und zum Beispiel aus Shakes und anderen Fertigprodukten besteht. Über Stress und Zunehmen haben wir ja bereits ausführlich besprochen. Ich verlinke das Video hier nochmal. Wenn wir hier von Diäten sprechen, dann sind spezielle Ernährungsformen gemeint, die meist nach einiger Zeit nicht mehr eingehalten werden können. Ich denke, die ganz harten, kalorienreduzierten und nahrungsmittelreduzierten Diäten, die gibt es ja kaum noch. Sowas wie Kohldiät oder so ein Quatsch. Mit Diät im umgangssprachlichen Sinne ist eine zeitweise Ernährungsform gemeint. Das heißt, man kehrt danach zu seiner normalen Ernährung zurück. Nur zum Verständnis, was ich unter Diät verstehe. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen zusammen, die abnehmen wollen, mehr Muskeln aufbauen wollen und fitter werden wollen. Die meisten von ihnen haben irgendwann mal aus eigener Kraft recht gut abgenommen. Das hat dann aber nie so lange gehalten. Nach wenigen Monaten war das Fett wieder da. Der Grund war die Rückkehr zu alten Essgewohnheiten und zu alten Gewohnheiten überhaupt. Wir nehmen nur dann dauerhaft ab, wenn wir uns dem ursprünglichen Leben so gut es geht annähern. Und das in allen Lebensbereichen. Die Ernährung ist immer nur ein Teil davon, allerdings ein sehr wichtiger. Die meisten Menschen kloppen immer nur obendrauf. Jetzt ist Abnehmen angesagt, darum mache ich jetzt eine Diät und fange mit Training an. Alle anderen Umweltbedingungen bleiben gleich. Zum Beispiel der tägliche Stress, der Alltagsstress, die Ängste, die elektromagnetische Strahlung, die Umweltgifte. Mit all dem hat der Körper 24 Stunden am Tag zu tun. Und obendrauf packen wir jetzt noch den Stress, der durch eine Diät entsteht und durch eventuell hartes Training. So etwas ist nicht Hormesis. Schon wieder ein neues Wort. Ich weiß, ich bringe immer recht viel in einem Video. Hormesis ist die richtige Dosis von schädlichen Reizen zur positiven Anpassung. Wir aber überreizen ständig unser gesamtes System. Jede einzelne Zelle steht permanent unter Stress. Quäle deinen Körper also nicht mit einer Diät, sondern stelle um auf ursprüngliche Nahrung. Damit kurz zurück zu den Afrikanern und Eskimos. Beide ernähren sich völlig unterschiedlich, haben aber trotzdem fast gleiche Körperfettanteile. Wie geht das? Die Afrikaner essen viele Pflanzen, Ballaststoffe und Kohlenhydrate, die Eskimos sehr fett- und proteinreich.
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Sie sind aber nicht nur angepasst an dieses Leben, es geht um etwas anderes. Achtung, jetzt kommt der entscheidende Satz in diesem Video. Es scheint eher so zu sein, dass die Qualität der Lebensmittel das wichtigste Kriterium für die Körperzusammensetzung ist. Die Qualität, nicht die Quantität, die ist fast egal. Stammen die Nährstoffe aus sauberen, nicht verseuchten, natürlichen, pflanzlichen und tierischen Zellen, machen sie nicht fett. Für alle, die jetzt gleich wieder in den Kommentaren rumnörgeln wollen, das ist doch Quatsch, so ein Bullshit habe ich ja noch nie gehört. Ja, ist aber so. Das wurde untersucht und zwar nicht von mir. Aber ich kann das bestätigen durch meine Erfahrung. So, kommen wir zu den Tipps für heute. Wenn du abnehmen willst, konzentriere dich auf dich. Entspanne, das heißt meditiere, bleib cool, reg dich nicht auf, schaue nicht ständig die aktuelle Kamera. Am Abend keine Filme, sondern ein Buch bei Licht ohne hohen Blaulichtanteil. Hier nochmal anschauen. Vermeide Gifte, wo du nur kannst, das ist ganz wichtig. Bewege dich so viel wie möglich, mache die Displays aus, schlafe viel und gesund und ernähre dich ursprünglich. Ich könnte dir jetzt auch den ganzen üblichen Kram erzählen. Du musst kalorienreduziert essen, am besten Low Carb und wenn du das und das machst, dann vermeidest du Heißhungerattacken, die so gefährlich sind für dich. Mache Hit-Training und bla bla bla. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass das für dauerhaften Erfolg bei weitem nicht ausreicht. Ich habe ein Programm bzw. System entwickelt, mit dem meine Klienten Schritt für Schritt zuverlässig und ohne Mühe schlank, muskulös und fit werden. Ich habe meine Methode über Jahre weiterentwickelt und verbessert. Wenn du das auch alles sein willst, also schlank, muskulös und fit, dann trage dich gern für ein kostenfreies Erstgespräch ein, in dem besprechen wir dann deine Situation genauer. Klicke jetzt dazu auf den ersten Link unterhalb des Videos. Ich freue mich auf dich. Bis gleich und ciao.